Früher residierten hier die Kurfürsten der Pfalz, heute ist es eine der weltbekanntesten Ruinen. Hinter mir befindet sich das Heidelberger Schloss und mit einer der größten deutschen Handballlegenden werde ich da jetzt mal einen Blick drauf werfen. Oliver Rogge, ein Gesicht, das aus der DKB-Handball-Bundesliga nicht wegzudenken ist. Der Abwehrspezialist sammelte in seiner Karriere jede Menge Titel. Die Krönung: Weltmeister 2007 im eigenen Land. Nach der aktiven Zeit jetzt der zweite Karriereweg. Dem Handball bleibt er dabei treu. Mit uns wagt er einen Rückblick. Olli, du warst als aktiver Spieler Abwehrchef vor allem gegen Ende und du hast da durchaus auch mal zugelangt. Ist dann nach Abpfiff alles vergeben und vergessen oder wird dir das ein oder andere noch nachgetragen? Ich glaube, damals wie heute ist es so, dass nach dem Spiel wirklich alles gegessen ist. Tus im Essen, früher war es sogar so, dass man mit der gegnerischen Mannschaft immer noch zusammengesessen ist. Da gab es einen großen Tisch, da wurde das ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen und das war eigentlich, glaube ich, bestes Zeichen dafür, dass Handballer untereinander sich alle gut verstehen. Es gibt nach dem Spiel keine bösen Worte mehr, sondern wird ein Schlussstrich gezogen. Jeder will gewinnen, das ist klar, Handball ist ein harter Sport, aber ja. Danach ist auch alles vergessen. 497 Zeitstrafen in 432 Spielen, so die Bilanz des Spezialisten in der DKB-Handball-Bundesliga. Rogge blieb der Liga seine gesamte Karriere über treu. Und das aus gutem Grund. Was macht denn die DKB-Handball-Bundesliga aus? Also ich glaube, dass wir immer noch die stärkste Liga der Welt sind, mit Abstand. In der Breite gibt es keine Liga annähernd, die da hinkommt. Natürlich ist es so, dass die Spitzenvereine nicht mehr in Köln auftauchen beim Champions League Final Four. Aber auch von der Fankultur, von den Hallen, von den Zuschauerzahlen ist Deutschland mit Abstand die interessanteste Liga. Gibt auch viele Spieler, die es noch zu schätzen wissen. Am Schloss sind wir noch nicht an unserem Ziel angekommen. Mit der Heidelberger Bergbahn geht es noch höher hinaus. Auf dem Weg zum Königsstuhl, Heidelbergs höchstem Berg, reflektiert The Rock seine Karriere und findet nur einen kleinen Makel. Wenn ich meine Karriere jetzt zurückblicke, glaube ich, habe ich vieles richtig gemacht. Vielleicht die ein oder andere 2-Minuten-Strafe zu viel, die ich niemals eingesehen habe. Heute sehe ich es ein bisschen anders und wenn ich Bilder von damals sehe, ist es mir teilweise schon ein bisschen peinlich. Ist das wirklich so? Ja, also, weil ich ja jede 2-Minuten-Strafe war ja falsch. Also es gab ja nicht eine Verwarnung oder 2-Minuten-Strafe gegen mich, wo ich gesagt habe, ja klar, war richtig. Sondern ich habe immer wild gestikuliert und das ist heute noch ein großes Thema bei den Rhein-Neckar-Löwen. Dieses, ich habe nur den Ball gespielt oder hier, nein, nein, nein. Oder dieses Unschuldsbekenntnis. Jetzt sehe ich es ein bisschen anders. Eine ganz generelle Frage, die vielleicht ein bisschen schwer zu beantworten ist, aber dir traue ich zu. Was macht für dich die Sportart Handball aus? Erstmal Typen. Also ich glaube, Handballer sind spezielle Typen. Wenn ich mich in anderen Sportarten umgucke, jetzt ohne den großen Ball wieder hervorzukehren, aber ich glaube, Handballer sind einfach sehr, sehr umgängliche Menschen, fair, arbeiten hart, sind alles keine Millionäre, deswegen sehr, sehr auf dem Teppich geblieben. 10 Minuten später sind wir angekommen, auf dem Gipfel Heidelbergs. 576 Meter über der Stadt verrät uns Olli noch, dass sein Sohn am liebsten das Trikot von Löwenkeeper Michael Apelgren trägt. Rogge nimmt es sportlich und er spielt den Ball weiter. Wer ihn fängt, das erfahrt ihr beim nächsten Gipfelstürmer.